Es ist heute gerade bekannt worden, dass die Krankenkassenprämien im Baselbiet um fast 8% steigen. Ja, ja. Bereitet Ihnen das große Sorgen? Ja klar, es ist natürlich, ich habe jetzt gerade ihn angemeldet für die Krankenkasse und habe dann schon gedacht, okay, jetzt sind wir dann zu viert. Und wenn die 8% dann ja, steigen, oder? Das ist dann schon nochmal ein Batzen mehr im Monat, oder? Das ist so schon ein relativ hoher Batzen, oder? Aber ja, es wird dann schon nochmal erheblich mehr, ja. Schon ein bisschen, ja. Es geht einfach offen und offen und offen. Das ist Trendbewegung, ist ganz klar. Also ich finde es einfach, seit Jahren redet man davon und man unternimmt nichts. Und es sind schon zweimal doch Abstimmungen gewesen über eine allgemeine Krankenkasse. Und es ist jedes Mal verworfen worden. Ich kann es nicht begreifen. Also, es ist hier ein bisschen teuer zu leben, aber man muss verstehen, dass manchmal die Kosten sind hochgestiegen und deshalb müssen wir ein bisschen mehr bezahlen vielleicht, weil alles hier ist sehr, sehr gut. Also alles ist in Ordnung, Kranken, die Gesundheit ist gut, also alles ist gut hier. Ja, also ich denke, man muss sich das Versicherungsmodell wieder überdenken. Also es wird immer teurer mit der Krankenkasse, das ist schon ein Problem, ja. Es trifft uns jetzt auch im Mittelstand. Sie sind Familienvater? Genau, ja. Ja, eben, wenn der Kinder versichert ist und ich selber versichert ist. Also ich habe heute schon den grössten Selbstbehalt. Ich hoffe, es passiert nie etwas. Aber ja, ich denke, man muss wirklich schauen, wie man das alles noch finanziert. Ja. Die Kosten werden immer mehr. Das bereitet mir hauptsächlich Sorgen für die, die sich das nicht können leisten können. Leider ist es so, wie wenn die Blätter fallen im Herbst, dann gehen auch Prämien rauf. Und ich verstand nicht, warum das Gesundheitswesen nicht einmal so reformieren kann, dass das nicht der Fall ist. Was macht das bei Ihnen so aus im Monatsbudget? Ist das eine grosse Belastung oder kann das jetzt schon noch verkraften quasi? Ja, bei mir, ich kann es jetzt schon noch verkraften, ja. Aber es wird einfach immer teurer. Und ich kann mir vorstellen, bei anderen Leuten, die vielleicht niedrigeres Einkommen haben, dass das ein Problem könnte sein. Eben, ich sage jetzt, wir sind zum Glück in der privilegierten Lage, dass wir jetzt nicht unbedingt was rumschieben müssen. Aber es ist natürlich trotzdem fehlt es monatlich, oder? Und wir haben natürlich auch schon geschaut, oder? Ob, also im Vergleich, ob wir natürlich wechseln sollten, oder? Aber irgendwie, also sind alle eigentlich teuer, oder? Also wir sparen nicht wirklich viel, oder? Monatlich. Ja, sicher, sicher. Wir müssen Krankenkasse bezahlen und auch eine Privatversicherung bezahlen. Ja, es ist viel, ja. Wenn man über das Jahr anschaut, ist das schon ein massiver Posten. Und wenn man denkt, was man alles mit dem Geld machen kann. Und ja, Gott sei Dank, ich bin jetzt jemand, der bis jetzt noch nicht viel bezogen hat von diesen Krankenkassenprämien, dann ist es schon sehr viel Geld, wo jedes Jahr weggeht. Also ich würde sagen, pro Partner sind das sehr gute Ferien. Was bei mir jetzt drauf geht, sind wahrscheinlich die Skiferien. Wenn das jetzt immer so weitergehen würde, denken Sie, da ist es dann doch einmal zu viel? Ja, also alles muss steigen. Also vielleicht die Steuern sind heutzutage ein bisschen mehr. Vielleicht in der Zukunft müssen auch die Löhne mehr sein. Ja, genau. Mhm. Haben Sie eine Erwartung an Politik? Und wenn ja, was für eine? Ja, klar, natürlich, dass die Beiträge nicht unbedingt noch mehr ansteigen, oder? Gerade im Vergleich zum Lohn halt dann auch, oder? Weil ich sage jetzt oftmals, kriegen wir ja dann nicht eine Lohnerhöhung, oder? Im selben Format. Und das ist natürlich dann schon, also ich glaube jetzt gerade für andere Familien hat das natürlich schon einen enormen Impact, oder? Und ich glaube, da hat man auch als Politik eine Verantwortung dafür, oder? Ja, also ich finde die Idee von der die gleiche Kasse für alle. Einheitskasse. Genau, ja, Einheitskasse fände ich jetzt gut. Ich finde, es wird zu wenig gemacht, um dieser Bewegung entgegenzuwirken. Ich glaube, das wäre noch eine gute Idee, aber habe mich selber auch noch nicht ganz so fest mit auseinandergesetzt. Erwarten Sie von der Politik, dass jetzt da mal etwas gemacht wird? Ja, eigentlich, genau. Ja. Also was ich natürlich einen absoluten Lösungsansatz finde, ist, dass man Krankenkassenprämien mindestens mal in den ersten Schritt kann von den Steuern abziehen, und zwar vollständig. Es gibt sicher Ansätze, da bin ich ganz überzeugt. Und bis jetzt zum Beispiel, indem man alles digitalisiert, vereinfacht.
indem man die administrativen Hürden oben runterholt. Und mit dem kann man ganz, ganz sicher auch etwas bewirken. Das heisst, dass man Kosten einsparen kann. Danke vielmals.